Ja. Ja, in diesen Minuten treffen sich in Brüssel die NATO-Botschafter mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Auf diesem eilig einberufenen Sondertreffen soll die Lage in Afghanistan besprochen werden. Und die ist dramatisch, vor allem für die Zivilbevölkerung. Die Taliban haben mittlerweile auch die zweitgrößte Stadt Kandahar unter ihre Kontrolle gebracht. Die USA schicken 3000 Soldatinnen und Soldaten nach Kabul, um zu helfen, US-Personal sicher aus Afghanistan zu bringen. Mit erbeuteten Panzerwagen, Raketenwerfern und Sturmgewehren bewaffnet, überrennen die Taliban Kandahar, die zweitgrößte Stadt des Landes. Nur wenige Stunden zuvor fallen die Provinzhauptstädte Herat und Lashkargah ebenfalls in die Hände der Islamisten. Inzwischen kontrollieren sie rund zwei Drittel des Landes, vor allem im Norden und Westen Afghanistans, hier rot markiert. Und der Ring um Kabul zieht sich enger. Die Islamisten stehen nur noch rund 150 Kilometer vor der afghanischen Hauptstadt. Damit setzen die Taliban nahezu ungehindert ihren Vormarsch fort, den sie nach dem Beginn des Abzugs der USA und der NATO-Verbündeten Anfang Mai begonnen hatten. Die afghanische Regierung hingegen kontrolliert neben der Hauptstadt Kabul nur noch die beiden Großstädte Jalalabad und Mazar-i-Sharif. Und selbst ein Teil der Ausrüstung der afghanischen Streitkräfte ging bereits an die Taliban verloren. Wobei man ja auch feststellen kann, wenn man den Berichterstattungen aufmerksam folgt, dass ja offensichtlich auch die Taliban schon einen Großteil dieses Materials für sich übernommen haben. Man konnte gestern in Berichterstattung Fahrzeuge des Nationalen Sicherheitsdienstes der Afghanen sehen, die von den Taliban erobert worden waren. Und die Taliban nutzen diese Fahrzeuge jetzt für ihre eigenen Zwecke. Angesichts der prekären Sicherheitslage entsenden die USA rund 3000 Soldaten nach Kabul, um ihre Mitarbeiter sicher außer Landes zu bringen. Ich möchte betonen, dass diese Truppen stationiert werden, um die ordentliche und sichere Rückführung der Zivilisten aus der US-Botschaft zu gewährleisten. Dies ist eine zeitlich begrenzte Mission mit einem eng begrenzten Auftrag. Dennoch haben unsere Kommandeure natürlich ein Recht auf Selbstverteidigung, falls sie angegriffen werden, und reagieren dann mit aller gebotenen Entschlossenheit. Unterdessen sind tausende Afghanen auf der Flucht, versuchen sich und ihre Familien nach Kabul zu retten. Sehen Sie sich die Situation meiner Kinder an. Sie schlafen seit Tagen auf Matten. Niemand unterstützt uns mit Wasser, Nahrung oder einer Unterkunft. Und wie lange die Regierung die Stadt noch halten kann, ist ungewiss. Und um ihr Leben fürchten in Afghanistan vor allem all diejenigen, die in der Vergangenheit für die ausländischen Streitkräfte und Hilfsorganisationen gearbeitet haben. Ja, darunter natürlich auch viele, die für die Bundeswehr tätig waren. Innenminister Seehofer will sie jetzt so schnell wie möglich aus Afghanistan rausholen und sagte wörtlich, am Innenministerium wird die zügige Ausreise der Ortskräfte und ihrer Familien nicht scheitern. Für Bürokratie ist keine Zeit, wir müssen handeln. Kämpfer der Taliban posieren mit erbeuteten Waffen und Munition. Getötete Soldaten werden durch die Straßen geschleift. Der Terror ist in vielen Städten Afghanistans angekommen. Wer früher für die westlichen Kräfte gearbeitet hat, wird bedroht und muss um sein Leben fürchten. Deutschland will nun seine ehemaligen afghanischen Ortskräfte, die unter anderem für die Bundeswehr gearbeitet haben, aus dem Land holen. Wir sind im Moment gerade dabei, innerhalb der Bundesregierung, aber auch natürlich immer im Kontakt mit unseren NATO-Partnern, die Lage zu bewerten und vor allen Dingen auch die Entscheidungen zu treffen, die jetzt notwendig sind, auch mit Blick auf die Sicherheit der deutschen Staatsbürger in Afghanistan, aber eben auch unsere Verpflichtungen, was die Ortskräfte anbelangt. Außenminister Maas kündigte an, dass derzeit mehrere Charterflüge organisiert würden, um noch vor Ende des Monats Menschen auszufliegen. Eine Art Luftbrücke, die das US-Militär zum Ausfliegen eingerichtet hat, will die Bundesregierung nicht nutzen. Sie setzt lieber auf eigene Lösungen. Nach Angaben des deutschen Patenschaftsnetzwerks afghanische Ortskräfte sind mehrere tausend Menschen antragsberechtigt. Die Situation ist nun auch Thema im Wahlkampf. Gestern forderte Unionskanzlerkandidat Laschet rasches Handeln. Und mir ist es auch wichtig, dass wir jetzt sehr schnell den Ortskräften helfen. Ich höre, über was da alles bürokratisch hin und her diskutiert wird und ob der Flug bezahlt wird oder nicht bezahlt wird. Das Auswärtige Amt scheint da einige bürokratische Hemmnisse aufzubauen. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer musste gestern aber nur wenige Stunden später korrigieren. Nicht das Auswärtige Amt würde blockieren, sondern viele Afghanen bekämen keine Reisepässe.
Und wer es aus dem Land nach Deutschland schafft, braucht aber ein Visum. Der Prozess dauert laut Nichtregierungsorganisationen 2 bis 3 Monate. Zeit, die viele Afghanen vermutlich nicht mehr haben. Besprechen wir die Situation mit Gerald Knaus. Er ist Migrationsforscher und Gründer des Think Tanks European Stability Initiative. Schön, dass Sie bei uns sind. Wir grüßen Sie ganz herzlich. Hallo, Herr Knaus. Sie sagten gerade im Vorgespräch, Sie hatten auch gerade eben erst noch mal Kontakt mit Menschen direkt vor Ort in Afghanistan. Was schildern die Ihnen? Naja, die schildern das Gefühl der Panik, jetzt auch in der Hauptstadt Kabul. Mhm. Es gibt einen Botschaftsbezirk, wo auch manche der amerikanischen Hilfsorganisationen mit vielen afghanischen Angestellten waren, aktiv waren. Die Engländer haben das militärisch gesichert und die sind abgezogen. Die englische Botschaft zieht zum Flughafen, die amerikanische Botschaft zieht zum Flughafen. Also man hat das Gefühl, dass es auch in der Stadt Kabul keine sicheren Ecken mehr gibt. Und für afghanische Mitarbeiter, westliche Organisationen, die ahnen, dass sie zu den ersten Feinden der Taliban zählen, ist das schrecklich. Gerade vor diesem Hintergrund, wenn wir jetzt anschauen, was in den letzten Stunden und Tagen da so verlautbart wurde. Erst hieß es, naja, die afghanische Regierung, die stellt keine Pässe aus, daran scheitert es. Von dort hört man auch, Moment, es scheitert am Visum, dann sollen 2 Chartermaschinen jetzt dahin geschickt werden. Ist das in Ihren Augen eine gute Auseinandersetzung, die richtige Unterstützung für diese Menschen? Also in dieser jetzigen Krisensituation, wo sich die Ereignisse überschlagen, hat es relativ wenig Sinn, Schuldzuweisungen zu machen. Jetzt geht es darum, schnell zu handeln. Jeder, der handeln muss, das Auswärtige Amt, die anderen Ministerien, die gesamte Regierung in ihren Kontakten mit anderen Regierungen, wie bringt man jetzt all die heraus, möglichst unbürokratisch, die Angst haben müssen? Später wird Zeit sein, nachzuschauen, wie es dazu kommen konnte. Denn schon vor 3 Monaten gab es, ich habe das damals mit unterschrieben im Spiegel, einen Appell von ganz vielen, viele ehemalige Militärs, die gesagt haben, bitte bereitet euch darauf vor, es kann sein, dass all diese Menschen, die auf uns gesetzt haben, raus müssen. Und dann ist ganz lange sehr wenig passiert. Die Kriterien, wer zu den Ortskräften zählt, wurden viel zu eng gefasst. Die Amerikaner haben das jetzt korrigiert, aber auch dort wird es schwierig logistisch, denn selbst wenn sie jetzt sagen, dass sehr, sehr viele, die für amerikanische Projekte gearbeitet haben, nach Amerika dürften, die müssen erst in ein Nachbarland kommen. Und das wird nicht gehen ohne Diplomatie, denn die Nachbarländer sagen derzeit alle, sie schließen ihre Grenzen. Nichtsdestotrotz versuchen viele Menschen eben genau in diese Nachbarländer zu kommen. Zum einen in Richtung Pakistan, was eh schon seit den ersten Afghanistan-Kriegen, ich glaube, es sind um die 3 Millionen afghanische Flüchtlinge aufgenommen, haben die 3., 4. Generation, die da jetzt aufwächst. Wir schauen in den Iran, auch dorthin wird geflohen. Haben Sie Zahlen auch über die Binnenbewegung? Also Bewegungen über die Grenze ist mir nicht klar, wie viele es tatsächlich schaffen. Es gab im Südwesten Afghanistans letzte Woche sind einige in den Iran gekommen, aber viele der Grenzübergänge werden von den Taliban beherrscht. Und wie gesagt, Pakistan sagt derzeit offiziell, wir wollen die Grenzen schließen. Auch bei Usbekistan hört man Ähnliches. Es ist relativ wahrscheinlich, dass diese Staaten darauf warten, auch ein Angebot zu bekommen vom Westen, mit dem Argument, wir sehen die Bilder aus Europa, das sind winzige Zahlen, 600 Afghanen in einem halben Jahr aus der Türkei nach Griechenland, trotzdem geben sich die Europäer martialisch und stoßen jeden zurück. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass diese Länder sagen, jetzt warten wir erstmal, ob uns irgendwer helfen wird, denn der schnelle Rückzug, der dieses Chaos jetzt verursacht hat, der geht ja auch auf die Entscheidungen zurück in Washington und in europäischen Hauptstädten. Da schauen vielleicht einige Länder auch auf das Türkei-EU-Abkommen. Welche Rolle wird auch jetzt die Türkei mutmaßlich noch einmal einnehmen in diesem Konflikt? Also auf verschiedenen Ebenen bleibt die Türkei ein wichtiger Spieler. Die Türken haben zum Beispiel am längsten zugesagt, sie wären bereit, auch in Kabul militärisch noch etwas zu tun. Also wenn man jetzt darüber nachdenkt, und ich höre diese Diskussion, ich kann nicht beurteilen, wie ernsthaft sie geführt wird, der englische Verteidigungsminister etwa sagt, England hätte mit anderen gemeinsam etwas machen wollen, bleiben können, auch militärisch, dann würden die Türken auf jeden Fall ein wichtiger Spieler sein. Was die Migration betrifft, man hört in der Türkei eine hysterische Debatte, politisch auch von der Opposition angefacht, um den Präsidenten Erdogan anzugreifen, mit dem Argument, er verkauft das Land und lässt wieder Millionen Afghanen ins Land. Die Zahlen, die wir kennen, zeigen das nicht. Also die Aufgriffe von Afghanen in diesem Jahr in der Türkei sind immer noch niedriger als 2019. An der Grenze zum Iran wurden Mauern gebaut. Es sind dort offiziell 20.000 türkische Soldaten im Grenzgebiet. Es wird sehr schwierig, da irregulär zu kommen. Dazu kommt die Spannung in der Türkei. Rund um das gesamte Flüchtlingsthema hat sich in den letzten Tagen enorm aufgeheizt mit Übergriffen auf Syrer. Die Gefahr ist, dass jetzt in dem Moment,
indem wir eine stabile Türkei bräuchten, die ja, wie Sie wissen, am meisten Flüchtlinge aufgenommen hat in der Welt in den letzten 10 Jahren, in der Türkei die Stimmung kippt. Also Europa hat jedes Interesse, jetzt eng mit der Türkei zusammenzuarbeiten, um die Flüchtlinge, die schon im Land sind, zu unterstützen und auch darüber nachzudenken, wie man möglichst viele legale Wege bieten kann, wie das auch Joachim Stamp, der stellvertretende NRW-Ministerpräsident und andere jetzt fordern. Deutschland sollte sich mit anderen orientieren an der Politik bei den vietnamesischen Bootsflüchtlingen nach 1979. Da gab es eine UN-Konferenz. Damals mussten viele aus Vietnam fliehen, Hunderttausende. Und man hat damals beschlossen, den Nachbarländern ein Angebot zu machen. Haltet eure Grenzen offen. Dafür gibt es auch reguläre Resettlement, also legale Aufnahme von Schutzbedürftigen und Verteilung auch in sichere Länder im Westen. Darüber muss man jetzt diskutieren, denn das humanitäre Elend wird sicherlich wachsen und viele werden fliehen müssen. Vor allem junge Frauen und vor allem die, die mit uns gearbeitet haben. Gerald Knaus, ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Danke Ihnen.